Was ist dort eigentlich? Soll ich das nicht mal reparieren gehen oder so? Falls ich überhaupt reparieren kann. Ich würde gerne speichern. Zu gucken, was passiert. Ich meine, den Raum brauche ich eigentlich so oder so nicht. Von daher kann ich noch jemanden da lassen. Ich schicke jemanden mit ins Waffencockpit. Und lasse ihn einfach mal dort. Klingt gut. Oh, da ist sogar ein Shop. Das ist natürlich jetzt bitter. Hätte ich eigentlich gebraucht jetzt das Zeug. Es gibt ein anderes Schiff. Aha, ich war beschädigt. Alles klar, haben wir schon gehabt. Okay, 3 Raketen. Immer die kann ich kaufen. Ein bisschen Heilung. Und mehr wird's doch leider nicht. Tarnung. Boah. Hätte ich gern, aber geht leider nicht. Okay, Antrieb habe ich noch genug. Mal gucken, was hier ist. Ein Rebellenschiff, na klar. Das Schiff auf einer KI gesteuert. Okay. Das schwackt wieder den FDR-Antrieb. Ja, das war zu erwarten. Ist die jetzt schon weg? Was ist ein Teufel? Ich sehe gar nicht, wo ich hinschießen muss. Ist er getarnt? Ich muss irgendwo draufhalten können. Antrieb, Antrieb, Antrieb. Da. Und rein mit der Artemis. Ach nee, wenn ich ein Schild bemanne. Da. Wieso stelle ich ihn nicht einfach da rein? Dann kann er dafür sorgen, dass das Schild schnell repariert wird. Okay, Antrieb ist getroffen. Weg mit dem Waffensystem. Was ist das hier? Oh oh, mein Sauerstoffsystem schmiert ab. Sauerstoffverlust. Kann ich jetzt nicht dahin schicken, um mir das machen zu lassen? Ja, okay, dann macht das. So, das Tarnsystem kann ich auch verabschieden. Bald hoffe ich. Nice. Okay, ich hatte besser. Das Schiff geht auseinander, du merkst. Ja. Ist klar. 2 Raketen, bisschen Schrott. Ist cool. Ist cool. So, alle noch da? 100, 100, 100. Boah, ich weiß, das Spiel gefällt mir irgendwie richtig gut, ne? Okay. So, der Typ hier ist. Am Schild, das ist nice. Ich muss trotzdem noch ein bisschen Schrott sammeln für mehr Upgrades. Der Flug nochmal. Da. Du entdeckst einen automatisierten Aufklärer der Rebellen, der einen kleinen Treibstoff-Außenposten angreift. Eingreifen und den Außenposten verteidigen. Puh, Autoschlachtschiff. Ich könnte angreifen. Vielleicht freut sich der Außenposten ja. Das automatische Schiff erkennt dein Schiff als größere Bedrohung und greift an. Oh shit. Da kommt direkt eine Drohne angeflogen. Den schicke ich schon mit dem Waffensystem. Okay, was kann ich tun? Erstmal die Waffen zerstören. Das ist Priorität wie immer. So. Wo zum Teufel kommt der an? Da hinten.
Achso, die Drohne kommt hier gar nicht rein. Und macht meine Leute kaputt. Du gehst jetzt mit dahin. Und das Ding, wo ist denn das Drohnensystem? Da. Treffer. Okay, was noch? Antrieb, falls er abhauen will. Kann das nämlich auch vergessen. Drohne ist raus. Läuft. Treffer. Schildsystem. Oh, mein Leben sieht auch nicht mal so gut aus. Das ist futsch. Oh, das Waffensystem ist wieder online. Naja, ich glaube, nutzen werden sie es nicht können. Nee. Das Schiff geht auseinander, dabei ist so viel wie möglich. Cool, krieg ich eine Belohnung von dem Außenposten, ja. Der Außenposten ruft dich, nachdem der Aufklärer zerstört ist. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir werden die ganze Zeit von diesen Aufklärern schikaniert. Das hier geht aufs Haus. Nice, 26 Schrott. Boah, geil. Nette Ressourcen. Damit kann ich jetzt meinen Reaktor upgraden. Boah, aber auch direkt 40. Muss das Ding jetzt unbedingt 4 haben? Stufe 2. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt wirklich alle Energie braucht. Falls ja, bin ich schon ziemlich, Ach nee, Moment, das ist das Schild. Das ist der Reaktor. Okay, ich müsste es jetzt nochmal upgraden. Für einen weiteren Schildpunkt. So. Nice. Bemannen um Ausweichmanöver zu. Okay, er muss erstmal noch geheilt werden. Lang. Okay. Dem geht's gut, dem geht's gut. Cool. Weiter geht's. War eine gute Auseinandersetzung. Da ist sogar noch ein Shop. Ich habe noch 12 Schrott. Doch. Naja, ich habe eh keinen Schrott mehr, von daher. Warum die Energie verschwenden? Wenn ich doch irgendwo hin könnte, würde es ja Sinn machen, aber. Die Rebellen rücken schon relativ weit vor. Eine neue Waffe wäre mal ganz geil. Du hast Langstreckensignalpunkt erreicht. Yay. Du stößt auf einen Asteroiden-Bergbau-Kolonie. Sie rufen dich. Hallo, unsere Vorräte und Sprengstoff sind aufgebraucht. Die Rebellen blockieren dieses System. Haben Sie zu viel Sprengstoff übrig? Raketenwaffe. Ich weiß, Ihr Angebot zu schätzen, allerdings gelten hier für den Umgang mit Sprengstoff am Arbeitsplatz gewisse Regeln. In Raketen unsere Minen zu feuern, würde ich nicht um die als gewerkschaftsfreundlich bezeichnen. Ja, sorry, dann, verstehe, verliebt da draußen, wir kommen schon irgendwie klar. Ja, tut mir leid, Freunde. Na, wenn ihr meine Raketen nicht wollt. Nächster Sektor. Engi-Gebiet. Lass nachsehen, was da geht. Aber bis jetzt läuft es noch halbwegs gut. Nicht optimal, denke ich, aber gut. Du hast den Engi-Raum erreicht. Die Mantis bedrohen schon länger die Kernwelten der Engi. Doch du solltest trotzdem deine Vorräte für die weitere Reise auffrischen können. Okay. Also die Mantis sind die Gegner. Verstehe schon. Das wird eine lange Route. Ich würde gerne irgendwie so fliegen, dass ich relativ viele Orte mitnehmen kann. Da ist direkt ein Shop, das bringt mir noch gar nichts gerade. Aber vielleicht ja hier.
Klasse Mantisjäger. Die sind Sorden melden zwei Schiffe, die in einen wilden Kampf verwickelt sind. Es sieht so aus, als würde das Mantis-Kriegsschiff Thunderbolt problemlos besiegen können. Komm, helfen wir. Jordi wässt den Waffen und macht sich bereit, die Mantis anzugreifen. Und es wird natürlich böse werden. Was hat denn der so? Pilot, Sauerstoff, Krankenstation, Teleporter? Scheiße. Okay. Ich kann wählen zwischen Teleport und Waffensystem. Wenn irgendwas verfehlt, bin ich geliefert. Falls einer hierher kommt, muss ich eben schnell reagieren. Ah, da kam was. Okay. Du bist dahin. Und der Pilot geht auch dahin. Oder zumindest erstmal hier hin. Oh Gott, ich schaffe es nicht. Wo ist er hin? Haben wir das Waffensystem getroffen? Ja, okay. Der Teleporter muss unbedingt ausgeschaltet werden. So, rein da. Wir brauchen das Schild wieder. Okay, ihm geht's wieder gut. Warnung, Eindringling. Ich dachte, ich hätte da drauf geschossen. Dreck. Der Waffensystem scheint auch wieder gut zu gehen. Ich hatte noch diese eine Rakete. Okay, guarded. Einer bleibt am Schild, einer geht wieder ins Cockpit. So, Raketen habe ich jetzt gar keine mehr. Gott sei Dank ist mein Schild so gut, das heißt, ich komme schon mal nicht so weit durch. Ich muss sehr auf die Truppen aufpassen. Okay, die reparieren sogar relativ zügig. Scheiße. Keine Raketen mehr. Gerade die, die ich bräuchte. Okay, weiter reinhalten da. Treffer. So, versuchen das Zivilschiff zu rufen. Das Zivilschiff zog sich klugerweise schnell zurück, während du den Angreifer abgelenkt hattest. Sehr schön. Ehre für euch. So, du da, hallo, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Und weiter geht der Spaß. Das war jetzt schon eine gute Menge Schrott. Und welche Upgrades, die ich machen kann, oder sollte, Schild, nee, das müsste ich erst zweimal upgraden, für richtig viel. Das lohnt sich fast gar nicht. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Energie zurück. Jetzt, wo ich die Artemis sicher benutzen muss. Scheiße, hätte ich vielleicht gar nicht so viel reinstecken müssen. Okay. Es lohnt sich jetzt gar nicht mal so viel hier irgendwie zu machen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so scheiße. Auto 50% ausweichen, Auto 80% ausweichen. Ist auch voll an. Schön.
brauchen jetzt keinen Piloten mehr. Ist meine Ausweichrate dann höher? Nicht wirklich. Na, ist auch nicht so wichtig. Jetzt würde das Sinn machen, zum Händler zu gehen. Die Engi können das im einfachen Haufen Schrott erstaunlicherweise Dinge zaubern. Der Engi-Schwarm an diesem Signalpunkt verkauft Ausrüstung für genau das. Drohnensteuerung, Crew-Teleporter, Tarnung. Boah, das hätte ich gerne. Ich brauche neue Raketen. Zumindest ein paar wenige. Und noch ein bisschen Treibstoff hier nebenbei. Jo. Mehr wird's nicht. Ein bisschen was sammeln muss ich ja auch. Okay, und da kommen die Rebellen nämlich auch schon. Das wird knapp. Wieso ist mein Art-Team nicht geladen? Du stößt auf einen Aufklärer, der weit von der Rebellenflotte fliegt. Ah, okay. Ist klar, was zu tun ist. Ja. So. Rakete, rein da. Laser. Rein da. Oh, da kommt schon die Drohne angeflogen. Oder? Abwehrdrohne. Okay, ist getroffen. Ne, weit auf den Antrieb. Mein Schild hält das ja anscheinend ganz gut durch, was wir da machen. Also haben wir ja Zeit. Sollen die nur schießen? Sollen die nur schießen? Mein Schild ist gut. Wegfliegen werden die schon mal nicht. Meine Artemis lasse ich einfach, wie sie ist. Nur zwei Raketen und den Kampf dürfte ich echt somit easy gewinnen. Weil die können mich eh nicht besiegen. Sehe ich zumindest so, oder? Boah, wenn die gerade mal treffen, heißt das. Noch ein Treffer und dann war's das. Läuft echt gut. Nice. Das Schiff bricht auseinander und du bist erleicht, dass du der Flotte nach vorne Schritt voraus bist. Nice, nice. Hat sich gelohnt, der Spaß. So, ich könnte jetzt hier wieder zum Shop gehen. Allerdings habe ich auch nicht mehr ganz so viel krass Zeit. Ich gehe erstmal da hoch. Wenn es nie anders ist, ist es nie anders. Du entdeckst einen Verschlüssel des Föderationssignals, das von einem nahegelegenen Planeten kommt. Außenteam losschicken oder weiterfliegen. Außenteam. Du stößt auf einen geheimen Außenposten der Föderation, der dich sofort ruft. Schnell, ein anderer Außenposten hat gemeldet, dass er von Rebellen entdeckt wurde und angegriffen wird. Wenn sie noch zur Föderation gehören, dann retten sie ihn. Auftrag wurde auf der Karte markiert. Ein Auftrag sogar. Da drüben. Komme ich da auch irgendwie hin? Komme ich. Also noch ein paar Ressourcen dafür bekommen. Oh, da oben ist Sackgasse. Also fliege ich lieber weiter. Genau zum Shop. So, du hast eine Nachricht, ihr Schrott gehört uns, unsere Waffen gehören ihnen. Du willst gerade die Schilde hochfahren, dass du merkst, dass es sich bloß um einen Engi-Händler handelt, der Geschäfte machen will. Ihr Schrott gehört uns, unsere Waffen gehören ihnen. Nett, ich dachte auch gerade, oh shit, Falle. Kleine Bombe. Selbst teleportierende Bombe, Sprengladung, die System und Crew beschädigt, aber nicht Hülle. Ah, okay. Benötigt eine Rakete. Okay, ist nicht so. Benötigt auch eine Rakete. Ja, jetzt 5 Sekunden. Ich würde gern auf einen ordentlichen Laser sparen. Das ist ja ganz geil. Mord Raven. Ach, die Crews haben auch Fertigkeiten. Scheiße. Hätte ich vielleicht auch mal drauf achten müssen. Nee, ich hätte wirklich gerne einen besseren Laser. So habe ich leider nichts davon. Raketen noch. Sicher ist sicher.
Sonst würde ich gerne weitermachen. Sehe ich denn hier nicht die Fähigkeiten? Oder verbessern? Ach so, die verbessern sich mit der Zeit. Ah, okay. Verstehe. Auch cool. So, da drüben ist ein Notfall. Ich glaube, das ist die einzig sinnvolle Route für jetzt. Ist safe eine Falle. Was soll es sonst sein? Das so warten. Ah, ich wusste jemand. Naja, komm. Ist schon. Erstmal das Waffensystem hochjagen. Was haben wir noch so? Drohnen, Waffen. Jo, fort mit die Waffen. Alter. Haben die gerade eine scheiß Drohne rein crashen lassen? Ach nee, das ist ein Angreifer. Eine Enterdrohne. Hoffentlich macht nicht zu viel Schaden. Nee, sieht gut aus. Mein Laser hat leider verfehlt. Oh Scheiße, die haben eine gute, ganz schönes Dingens, ganz schöne Waffen. Okay, ich muss da trotzdem noch mal reinschießen. Dann die Waffen oben sind. Oh. Der Sauerstoff. Okay, du gehst zum Sauerstoff, genau jetzt. Du gehst kurz. Nee, du gehst dahin. Du gehst wieder dahin. Haben wir getroffen? Ja. Okay, als nächstes muss ich Schildsystem dran glauben. Oh, was? Noch so eine scheiß Drohne. Okay, jetzt das Drohnensystem raus. Scheiße. Hoffentlich schaffen die das. Los, ab in die Klinik. Oh, er läuft durch den Sauerstoffraum. Scheiße. Die haben es ganz schön drauf. Ich treffe die auch kaum. Ich habe noch diese eine Rakete. Alles verfehlt. So, und jetzt liegt gerade mein Antrieb von innen. Ist ja auch sehr schön. Und die laufen durch den Sauerstoffraum. Okay, die sollten es schaffen. So, können wir mal diesen blöden. Nee, ich treffe einfach nicht. Irgendwo habe ich noch Eindringlinge. Ich schicke die mal alle auf die Station. So, jetzt nieder mit dem scheiß Waffensystem. Ganz kleiner Treffer. Yo, er kracht einfach da rein. Ja, wird Crewmitglied. So, ne, er lebt noch.
Sauerstoffsystem ist halt auch am Arsch. Schaffen die es zu reparieren? So, los, Treffer. Das hat er krepiert. Geil. Ich glaube, das war's. Das reparieren die schnell genug. Nope. Wir haben kein Sauerstoff mehr auf dem Schiff. Das war's. Dit ist vorbei. Dit ist vorbei. Darf ich aufgeben? Scheiße. Alle Crewmitglieder sind tot. Dein Schiff wird ewig durchs All treiben oder bis Plünderer es zerstören. Ei. Tja, lief gut, bis es nicht mehr gut lief. Aber es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Neustart. Direkt loslegen. Ich denke, mit der Erfahrung wird man hier auf jeden Fall besser. So, okay, das kennen wir jetzt alle schon. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt eine kurze Aufnahmepause, damit ich dann weiß, okay, das war jetzt ein Versuch. Und dann kann ich das schneiden. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann ein weiteres Mal ins All ziehen. Und bis dahin.